Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 3436, o tempora, o mores, wieder die Aushöhlung von Grundrechten, Demokratie und digitale Kultur durch zügellose Überwachung. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 3512. Zweitens auf den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksache 3521. Und drittens auf den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Drucksache 3522. Die Fraktion der Piraten hat beantragt, dass es gleich eine Einzelabstimmung gibt zu den einzelnen Anträgen. Ich öffne die Beratung und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Schwert das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und an den Glasfaserkabeln und allen voran, liebe Geheimdienstler und Sicherheitspolitiker. O tempora, o mores! Wie lange, liebe Geheimdienstler und Sicherheitspolitiker, wollt ihr unsere Geduld noch missbrauchen? Wie lange noch werdet ihr uns mit eurem Wahnsinn, eurer Paranoia und eurem Misstrauen belästigen? Bis zu welchem Punkt wird sich die zügellose Frechheit eurer sogenannten Sicherheitspolitik noch vorwagen? Seit 2 Wochen sitzt ein US-amerikanischer Bürger ohne gültigen Pass auf einem russischen Flughafen fest. Edward Snowden hat sein bisheriges Leben, seine Familie, seine Freiheit und seine Heimat aufgegeben, um der Weltöffentlichkeit von dem größten Überwachungs- und Spionageskandal unserer Zeit zu berichten. Dank Edward Snowden wissen wir jetzt sicher, was vorher nur eine Vermutung von Aluhüten war. US-amerikanische und britische Geheimdienste kopieren jede E-Mail, die wir schreiben, protokollieren jeden Chat, überwachen jedes Internettelefonat und speichern jeden Webseitenbesuch. Die NSA kennt ihre Belastung ihrer Kreditkarte. Sie weiß, was ihre Kinder wirklich im Internet machen, so ganz im Gegensatz zu Ihnen. Und sie ist über die politischen Pläne der Bundesregierung sicherlich besser informiert als die Lobbyisten im Berliner Regierungsviertel. Dank Edward Snowden wissen wir auch, wir müssen nicht mehr vor 1984 warnen. Die totale Überwachung findet bereits statt. Es handelt sich bei der Überwachung durch Prism und Tempora um den größten Eingriff in die Grundrechte der Bürger der Bundesrepublik Deutschlands aller Zeiten. Die bekannt gewordenen Überwachungsprogramme sind ein massiver und vorsätzlicher Eingriff in unsere Grundrechte als Bürger dieses Landes, die uns ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung garantieren sollen. Diese maßlose, außer Kontrolle geratene Überwachung durch ausländische Geheimdienste ist nichts weniger als ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Vielleicht sagen Sie sich, diese ganze Überwachung sei gar nicht so schlimm. Vielleicht glauben Sie, die Überwachung betrifft Sie nicht. Sie haben ja nichts zu verbergen. Mit dieser Begründung könnte man fordern, in jeder Wohnung in Deutschland eine Kamera zu installieren. Vor allem aber steht diese Aussage im Widerspruch zu dem, wie eine Demokratie funktionieren sollte. In einer Demokratie sollten nicht Geheimdienste entscheiden, was zum Schutz unserer Gesellschaft nötig ist. In einer Demokratie muss das Gegenteil gelten. Wir müssen öffentlich darüber diskutieren und demokratisch festlegen, wie viel Überwachung wir zulassen wollen. Und wir müssen in der Lage sein, die Aktivitäten der Geheimdienste effektiv zu kontrollieren. Nicht alles, was technisch möglich ist, darf gemacht werden. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Demokratie auch im Zeitalter der Digitalisierung vor den Feinden der Freiheit verteidigt wird. Wir Piraten haben hier im Landtag eine ganze Reihe von Anträgen vorgelegt, mit denen wir das Problem aus verschiedenen Richtungen angehen wollen. Wir haben detaillierte Vorschläge gemacht, von denen wir glauben, dass sie uns kurzfristig helfen werden. Darüber hinaus brauchen wir aber vor allem eines: ein deutliches Zeichen aller demokratischen Parteien in diesem Land, dass wir eine uferlose, totalitäre Überwachung der Menschen in Deutschland nicht hinnehmen werden. Wir fordern, dass die Bundesregierung ihren staatlichen Schutzauftrag endlich ernst nimmt.
Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam ein Zeichen zu setzen gegen paranoide Totalüberwachung, gegen unkontrollierte Geheimdienste, gegen die Aushöhlung der Demokratie im Namen vermeintlicher Sicherheit und für Freiheit, für die Geltung der Grundrechte und für ein Leben in Selbstbestimmung. Im Gegensatz zu Edward Snowden haben wir noch eine Wahl. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Geier.